So, liebe Geschwister im Islam, ich habe erstmal eine Frage an euch hier, ja? Wie alt bist du? Ich bin 16. 16, du? 19. 19, okay. Wie alt bist du, Bruder? 34. 34. Der ist schon... Wie alt bist du? 22. 22. Und du? 14. Also ihr seid alle hier in Deutschland zur Schule gegangen, ja? Jetzt fange ich erstmal mit dir an, weil du bist jetzt schon sehr lange aus der Schule raus. Wahrscheinlich, also klar, logischerweise. Als du zur Schule gegangen bist, ja, wie war dort das Verhältnis zum Islam gewesen? Gab es damals auch schon Diskussionen und so weiter? Wie war das genau? Meinst du bezüglich... Allgemein. Also egal, was dir einfällt. Diskussionen natürlich. Für die Nicht-Muslime gab es halt viele Fragen und viele Sachen konnten wir dann auch nicht unbedingt beantworten. Also du meinst, also es gab sehr viele Fragen, aber vieles konntet ihr nicht beantworten. Welche Fragen zum Beispiel fallen dir dann noch ein? Worum es ging? Worum ging es hauptsächlich? Was gab es für Vorurteile? Etc. Ich sag mal so, damals war es so, die Muslime aus der Schule oder die Muslime, die in einer Klasse waren, die waren mehr oder weniger zusammen. Und für die Nicht-Muslime, ich kann mich zum Beispiel an einen Vorfall erinnern, dass vom Lehrer aus, der hat sehr viele Fragen gehabt und hat halt Religionsunterricht mal zum Thema gemacht und hat dann auch mal gefragt, viele Fragen gestellt und ich sollte das Gebet dann auch mal vormachen, dann kann ich mich erinnern als kleiner Junge. Ja, ja. Und das habe ich dann gemacht. Mehr oder weniger. Also du hast dann das Gebet vormacht. Aber gab es zur damaligen Zeit auch so kritische Fragen? Selbstmordattentate in Israel? Nee. Das gab es damals noch nicht, ne? Wann bist du aus der Schule raus? Ich meine, welches Jahr war das? 92 bis 93 ausgeschult worden. Okay, dann ist ja gerade, das war ja gerade kurz nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist, da ging es ja gerade so los, ja. Und wahrscheinlich dann immer Fragen wegen Schweinefleisch, Kopftuch etc., ne? Ja, gut. Weil für uns ist ja wichtig, wir wollen ja den Islam verteidigen, ja. Jetzt bei euch zum Beispiel, ihr seid jetzt eine ganz andere Generation, du bist 16. Bei dir in der Schule, was gibt es für Diskussionen? Das Kopftuch anziehen, darf nicht zur Schule gehen, die hat keine Recht auf Bildung. Also die sagt, ja, also jetzt kein Recht auf Bildung und so weiter. Ob das überhaupt stimmt, wissen wir ja gar nicht. Aber hauptsächlich halt Kopftuch und so. Und jetzt spezielle Probleme auch in Deutschland oder womit kommen die noch? Ja, dann noch mit, ich habe mit meiner Klassenlehrerin und deinen Klassenkameraden. Waren die auch gegen den, damals war ja in Ehrenfeld ein Problem. Gegen die Moschee. Wegen der Moschee. Also sie waren gegen die Moschee. Ja, auch gegen die Moschee. Warum waren gegen die gegen den Moscheebau in Ehrenfeld? Die Klassenkameraden ist hier. Ja klar, die sind ja sowieso Munafikun, ja. Kuffar. Mir gefällt das nicht, aber so, wenn die das nicht gefällt, dann gehen nach Land zurück, hier Deutschland, wenn die recht gehen von Köln. Ja, Bruder, guck mal, ich will nur wissen, was. Guck mal, Bruder, ich will gar nicht wissen, was du gesagt hast. Ich will nur wissen, was die für Vorwürfe sagen. Also mit der Moschee, aber das war eine Jesidin gewesen. Und von der Deutschen jetzt, also von der Lehrerin halt aus, kommen die mit dem Kopftuch und diesen ganzen Sachen. Wie ist das jetzt, wie zum Beispiel auch so Scharia-Gesetze, da gibt es Hand ab, Steinigung, wie ist das? In Deutschland nur wegen Scharia, wegen Handabsteinigung. Also das hat die kritisiert, ja? In Afghanistan, ne? Okay. Okay, was haben die anderen Muslime in der Klasse gesagt, als die Lehrerin gesagt hat, im Islam gibt es Scharia, im Islam gibt es Handabsteinigung, Todesstrafe für Mord? Was haben die anderen Muslime gesagt in der Klasse? Weil in der Klasse gibt es nur ich und mein Bruder sind praktizieren. Und ihr, ja, nicht praktizieren, Bruder. Ich rede auch von denen, die nicht praktizieren. Es gibt bei mir nicht so viel, nur Alevit. Also, hattest du schon mal so eine Diskussion? Also, es ging auf jeden Fall um Scharia. Was haben die anderen Nicht-Muslime in der Klasse gesagt? Die haben auch gesagt, ach ja, das ist ganz schlimm. Ja, ja? Also die haben auch dagegen geredet. Und die haben das also von Afghanistan gehört. Ja. Ja? Okay, jetzt bei dir, wie war das bei dir in der Schule? Also bei mir war nicht so oft, ich bin seit 2008 aus der Schule, sonst eigentlich nicht so. Aber ein Thema war mal mein Klassenkamerad zu mir gesagt, warum hier, also Thema Frauen. Wieso dürfen die Männer mehr Frauen heiraten als die Frauen, weißt du so? Ja.
Und das war auch so ein Thema. Also, dass der Mann, Polygamie, also Polygynie, dass der Mann mehrere Frauen heiraten darf, ja, das war ein Aber Thema. Ich konnte auch nichts antworten, weil ich Also, du wusstest nicht, was du sagen solltest. Ja. Haben die auch mal sowas gesagt, wegen beispielsweise, zum Beispiel, nur das kam, gab es nicht noch irgendwas anderes, was kritisiert wurde? Also, es war bei dir nicht so. 2001 halt da mit dem. Ja, ja, klar. Da war es auch so eine Sache. War. Haben die nicht über Afghanistan geredet auch? Was mit Taliban ist. Okay. Also bei dir waren es Rechte der Frauen, Steinigung und so weiter. Bei dir gab es auch Diskussionen wegen Rechte der Frauen. Und das ja auch alles hat alles mit Scharia zu tun. Rechte der Frauen. Ein Mann darf vier Frauen heiraten. Okay, bei dir jetzt, Bruder. Bei mir, also ich konnte eigentlich sehr gut sehen, dass vor dem 11. September eigentlich die Reaktionen gegenüber den Muslimen eigentlich ganz andere waren wie danach. Ja. Ja, wieso? Aufgrund dessen, wegen der ganzen Medien halt damals. Also nach dem 11. September hat es für dich viel schlimmer verändert, ja. Also das war das, was mir so vermittelt worden ist. Und das Problem war eigentlich auch bei den Muslimen, dass sie sich dann in so eine Art Schutzposition gegangen sind, weil sie halt einfach nicht wissen, wie sie darauf antworten sollten, nachdem sie halt mit Ausdrücken auch von den Schülern so komisch Ausdrücken gelernt wurden. Also mach mal, Bruder, kurz, weil ich muss das, ich muss dieser Sache folgen können. Ja. Also, du sagst, nach dem 11. September ist das also, hat sich die Sache verschlechtert. Ja, so. Und dann wurden die auch von anderen Schülern so konfrontiert. Mit Vorwürfen, richtig? Richtig, und aber auf einer besonderen Art und Weise, weil man hat sich halt auch nicht oft getraut, irgendwas direkt ins Gesicht zu sagen gegenüber den Ausländern, weil die Ausländer halt immer so in den Schulen halt sehr, sehr stark vertreten waren. Ja? Also bei dir auf der Schule viel mehr. Bei ihm zum Beispiel nicht so. Ja, bei uns auf jeden Fall. Aber allgemein, wie man dann miteinander gesprochen hat, als ob man Angst vor uns hätte. Ja. Ja, also man hat das immer so dargestellt, als hätte jetzt wirklich der Islam was mit diesem Terrorismus zu tun. Okay, Terrorismus. Gab es auch noch andere Sachen, die dort angesprochen wurden? Ja, wie gesagt, das war halt nur, ich sag mal so, wie eine Art Mittel zum Zweck. Ja? Ja. Weil das hat dann so eine Art Domino-Effekt gelöst. Nachdem die 11. September war, fing es erstmal mit Terrorismus an, dann mit Zwangsheirat, dann mit Kopftuchzwang, dann kam halt die Scharia dazu, dann wurden beispielsweise von YouTube einige Videos gezeigt, wie dort Leute irgendwie vielleicht gesteinigt wurden. Ah, okay. Also mit anderen Worten, bei dir in der Schule gab es auch diese Frage, also die Nicht-Muslime haben das mitbekommen, dass es zum Beispiel in den islamischen Ländern Steinigung, Handab etc. gibt. Okay, das haben die mitbekommen. Und soweit ich verstanden habe, das hat denen nicht verstanden, das hat denen nicht gefallen. Ne? Nee. So, die haben aber mit euch nicht darüber geredet. Hat die Lehrerin euch mal damit oder der Lehrer konfrontiert? Nee. Auch nicht, okay. So, bei dir in der Schule, wie alt bist du? 14. 14. Gibt es da Diskussionen? Ja. Über welche Themen? Dann gibt es noch über die Angst über Islam in Deutschland, also wegen Kopftuch und so. Wegen Kopftuch reden die, ja. Wegen Verschleierung, also ganz Verschleierung. Und haben die schon mal was über Scharia und so gesagt? Mhm. Okay, da haben die nichts drüber gesagt. Okay, aber Kopftuch gehört ja zu Scharia auch. So, es hat alles was mit den Rechten der Frauen zu tun. Bitte, Bruder, wolltest du was sagen? Ja, ich habe mich an so eine Situation erinnert in meiner Kindheit, das Schwimmunterricht, warum die muslimischen Mädchen in unserer Klasse nicht mitdurften, also warum die Eltern das halt nicht erlaubt haben. Okay, gut. Also er hat sich jetzt, also mit anderen Worten, wir haben jetzt gerade vier Leute gefragt, die jetzt heute hier sind. Die haben alle bestätigt, ja. Er hat gesagt, dass bei ihm in der Klasse darum ging, Afghanistan-Bilder, Scharia, Steinigung, Hand ab und so weiter, Frauenrechte. Er hat darüber geredet, dass in seiner Klasse um was ging? Frauenrechte, Polygamie. Er hat gesagt, in seiner Klasse ging es um Frauenrechte. Er hat gesagt, es gab eine feindlichere Stimmung. Ja, so. Aber man hat nicht miteinander über diese Sachen geredet. Er hat auch gesagt, ja, dass es um Frauenrechte ging, richtig? So, das heißt, wir haben hier einen Konsens, dass überall... Ja, bitte, Bruder. Ich kann vielleicht noch mal was hinzufügen. Denn wir machen ja auch regelmäßig Infostand. Ja. Und genau diese Fragen tauchen immer wieder auf. Wir stehen dort, möchten den Menschen etwas anbieten, Informationsmaterial, haben eine große Werbung, Islam, die am schnellstgrößten wachsende Religion der Welt, was steckt dahinter? Die Leute kommen
Und was machen sie, anstatt sich zu informieren? Sie kommen, um was loszuwerden. Und dann sind dann immer so Sachen dabei wie Steinigung, Kopftuch, Frau wird unterdrückt. Ja, das sind so die Hauptpunkte, die da immer genannt werden. So. Gut, warum rede ich darüber? Guck mal, er hat gerade gesagt, Stein im Kopf, du und so weiter und so fort. So, jetzt, woher haben die Leute diese Informationen? So, die haben diese Informationen schon nach dem 11. September. Darüber wurde geredet, das wurde gezeigt und so weiter und so fort. Und die Leute haben etwas dagegen und sind dagegen. Und die sind gegen das, was Gott herabgesandt hat. Die sind dagegen. So, jetzt müssen wir uns fragen. Wenn wir Dawa machen, ja, wenn wir Dawa machen, müssen wir dieses Bild verändern oder sollen wir das Bild so lassen? Verändern. Wer sagt verändern? Ihr sagt alle verändern, ja klar, weil das ist die Verteidigung von dem, was Allah herabgesandt hat. Wenn jemand was gegen Frauenrechte im Islam hat, Strafen im Islam hat, dann hat er was gegen Islam, hat er was gegen das, was der allmächtige Gott herabgesandt hat. So, wir als Muslime, wir wollen dieses Bild verändern. So, wir wollen das verändern. Wie können wir das verändern? Indem wir sagen, gibt es nicht im Islam. Über die Wahrheit sagen. Oder indem wir über diese Sache reden. Aufnehmen. So. Genau. Also das heißt, wenn jetzt jemand sagt, man soll nicht über diese Themen reden, dann sagt er praktisch, man soll das Bild so lassen wie bisher. Dann wird er sagen, ja, aber man soll nicht darüber in dem und den Umständen reden, weil das können die Leute falsch verstehen. Dann sagen wir, wenn wir darüber reden und wir machen gleichzeitig Werbung für unsere Internetseite, haben wir die Chance, dass derjenige, der ein falsches Bild davon hat, auf die Internetseite geht und dort gibt es hunderte Vorträge über solche Themen oder auch in YouTube. Diese Chance haben wir. So. Das heißt, wenn wir über Scharia reden, wenn wir über solche Sachen reden, Steinigung, kommen wir damit etwas Neuem, was er vorher nicht wusste und machen denen neue Angst? Oder ist das etwas, was sie sowieso schon wissen? Kommen wir dann mit etwas Neuem, wenn wir über Frauenrechte im Islam reden, wenn wir über Polygamie reden, wenn wir über Handabhacken reden im Islam, kommen wir mit etwas Neuem oder kommen wir mit etwas, was die Leute sowieso schon kennen? Was? Was nein? Ich kenne das ja nicht. Bruder, ihr habt doch eben die alle gesagt, dass bei euch überall in der Klasse Leute gesagt haben, dass sie sich wegen Steinigung beschwert haben, wegen Frauenrechten. Also kommen wir mit was Neuem oder mit etwas, was sie sowieso schon wissen, wenn wir über diese Themen reden? Was sie wissen. Das wissen sie schon. Ja. Bruder, hast du verstanden? Ja, aber es kann auch sein, dass sie ein anderes Bild davon haben. Ja, wir reden nicht über etwas Neues, sondern wir reden über das, was sie schon, über das Thema, was sie schon... Nein, Bruder, ich rede, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Thema aufmachen. Wenn wir jetzt ein Thema aufmachen, Diebstahl, Hand wird abgehackt im Islam. Wir machen dieses Thema auf. Dieses Thema, ist das etwas, worüber er schon mal gehört hat, dass es im Islam Handabhacken gibt? Oder ist das etwas, was er noch nie gehört hat? Das hat er alles schon gehört. So, das heißt, du machst damit nicht das Bild des Islam schlecht, sondern du klärst damit auf. Genau, bitte, Bruder. Das wollte ich sagen, man kommt mit nicht etwas Neuem, sondern man spricht über etwas, was schon als Thema bekannt ist, nur negativ belastet. Ja. Und wir, dadurch, dass wir über das Thema sprechen, haben dadurch die Möglichkeit, das ins Positive Licht. Ja, ganz genau, guck mal. Ja, gut, nee, dann haben wir uns missverstanden. Also du wolltest auch sagen, das Thema ist alt, aber was neu ist, ist, dass jemand das ins richtige Licht stellt. Sehr gut. Weil, wer macht das? Wer redet darüber? Das ist Islam. Ach, das steht im Koran. Hand ab bei verschiedenen Dingen, steht im Koran, steht in der Sunna. Ja, das sind alles, Kopftuch steht im Koran. Ja, Sure 24, Vers 31, Sure 33, Vers 55 und 59, steht im Koran. Polygamie steht im Koran, Sure 4. Steht alles im Koran, das sind keine Sachen, die neu sind. All diese Sachen werden seit 2001 überall schlecht gemacht. So. Was will ich damit sagen?
Das heißt, wenn wir über diese Themen reden, dann kommen wir den Leuten nicht mit etwas Neuem, sondern wir kommen mit etwas, was sie sowieso schon negativ ansehen im Islam. Aber wir sind die Ersten, die das, was sie negativ ansehen, versuchen ins Positive zu stellen. Das heißt, es kann keiner zu uns sagen, wenn jetzt jemand kommt, weil es gibt Leute, Bruder, die sagen zu dir, du sollst nicht darüber reden. Dann sage ich in der Schule, die Kinder werden angegriffen, wie sollen die wissen, wie sie über diese Themen reden? Jetzt sagt er, ja, aber wenn du das an so einem Moment sagst, das können die falsch verstehen. Ach, die verstehen es sowieso falsch. Aber jetzt haben sie einen Namen, die gehen auf die Internetseite, eventuell, vielleicht auch nicht. Wenn sie nicht drauf gehen, haben sie dasselbe Bild wie vorher. Es gibt irgendwo welche Verrückte. Ja, und in Deutschland gibt es die auch, hat er auch schon vorher gewusst. Mohammed Atta, die kam aus Hamburg. Das wissen die schon. Verstehst du, dass es Leute gibt, die diese Meinungen haben? Übrigens sind das alle Muslime, die diese Meinung haben, das nur mal so nebenbei. So, jetzt, wir müssen das Bild verbessern, das können wir nur schaffen, indem wir darüber aufklären. Jetzt die Frage, werden wir jeden davon überzeugen können? Nein. Werden wir nicht. Du kannst, auch genau, du hast es gesagt, auch der Prophet hat nicht jeden überzeugt. Der Prophet kann nur den überzeugen, dem Allah die Rechte ins Herz gibt. Was sagt Allah im Koran? Innaka la tahdi man ahbabt. Du leitest nicht recht, wen du liebst. Walakin Allah yahdi man yasha. Sondern Allah leitet recht, wen er will. So, aber was wir versuchen müssen ist, die Leute haben solche Vorurteile. Wir müssen versuchen, diese Vorurteile zu benutzen, um einen Weg zu finden, mit diesen Leuten zu reden. Der sagt, ich nehme den Islam nicht an, weil im Islam gibt es die und die Strafgesetze. Ich nehme den Islam nicht an, weil der Islam ist unfair zur Frau. So denkt er. Was müssen wir tun, wenn wir ihn zum Islam bringen? Wir müssen ihn vom Gegenteil überzeugen. Bruder, viele Leute gibt es, das sagen Leute, die in der Dawa tätig sind, auch sagt der Naik, die sagen, es gibt viele Leute, die haben kein Problem damit zu glauben, dass es nur einen Gott gibt. Glaub mir, Bruder, die meisten Leute in Deutschland, wenn du denen nur vom Konzept, vom Gottskonzept im Islam erzählst, sogar wenn die in der katholischen evangelischen Kirche sind, was sagen die zu dir? Die sagen zu dir, ja, ist ja egal, wie man Gott nennt. Ob ihr jetzt mit Allah nennt oder ob man den Gott nennt. Ja. Aber für mich ist Jesus auch nicht Gott. Wenn du ihnen sagst, Gott ist ein Gott, der allmächtig ist, ohne Anfang und Ende, das nehmen die dir alles ab. Aber was ist das Problem für sie? Zur damaligen Zeit, die Quraysh, ja, denen ihr Problem war gewesen, guck mal jetzt, das ist das Tauhid-Verständnis. Das Problem der Quraysh war folgendes gewesen. Das Problem der Quraysh war gewesen, sie haben geglaubt, Allah ist der eine Schöpfergott. Allah ist der Einzige, der ist über unserer Vorstellungskraft etc. Aber ihr Problem war gewesen, dass sie andere neben Allah angebetet haben, um sie Allah näher zu bringen. Was sagt Allah dazu im Koran? Sure 10, Vers 31 beispielsweise. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّا يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Das heißt, sprich, wer versorgt euch von Himmel und Erde? Und wer hat Macht über Gehör und Gesicht? Und wer bringt das Tote aus dem Lebendigen, das Lebendige aus dem Toten vor? Sie sagen Allah. So sprich, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Und was sagen sie dann? وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرْهُمْ وَلَا يَنْفَعْهُمْ وَيَقُلُونَ هَاُولَٰئِ شُفَعَانَ عِنْدَ اللَّهِ. Sie dienen neben Allah, was ihnen weder nützt noch schadet, und sagen, diese bringen uns näher zu Allah. Allah sagt im Koran, وَالَّذِينَ تَخَذُوا مِن دُونِي أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Also die einen sagen, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِي اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ لَا يَشْفَعُونَ عِنْدَ اللَّهِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Die sagen, die sind unsere Fürsprecher bei Allah. Ich habe mich eben vertan bei der Übersetzung. Die anderen sagen, وَتَخَذُوا مِن دُونِي أَوْلِيَا, und die haben neben Allah Schutzherren genommen und sagen, diese bringen uns Allah näher. Das war das Problem der Quraysh. Heutzutage das Problem hier ist genau dasselbe, wenn du sagst über Rububiyya. Viele, natürlich es gibt auch Atheisten, aber ich sage viele, sehr viele sagen kein Problem. Dieses Gottesbild kann ich akzeptieren. Aber was sie nicht akzeptieren ist,
dass dieser Gott das Recht hat, dir zu sagen, was du zu tun hast, weil diese Ideologie der Freiheit sagt, du bist dein eigener Gott, du kannst dir selber vorschreiben, was du zu tun und zu lassen hast. Und Gott hat dir das nicht vorzuschreiben. So. Das heißt, wir haben heute ein ganz anderes Problem. Das ist das Problem. Das heißt, du musst ihm jetzt klar machen, so wie der Prophet damals klar machen musste, mit Rububia, das heißt, dass Gott der Schöpfer, Lenker, Herrscher ist, musste er ihm damit klar machen, wenn er der Schöpfer, Lenker, Herrscher ist, dann ist er auch der Einzige, den du anbeten sollst. Heute, wenn wir sagen, Gott ist der Schöpfer, Lenker, Herrscher, der dich versorgt, der dich erschaffen hat, der allweise ist und deswegen weiß, was gut für dich ist, der allwissend ist und deswegen weiß, was gut für dich ist, und er ist auch derjenige, der das Recht hat, dir vorzuschreiben, was du zu tun hast. Du bist ein Diener Gottes. Das ist heute die Dawa. Bruder, jeder, der was anderes sagt, Bruder, tut mir echt furchtbar leid. Es tut mir vor. Bruder, ich sage euch eins, Bruder, ist die Sache nicht so klar? Gibt es etwas Klareres? Bruder, es ist für mich zum Heulen, Achi. Ach, es ist wirklich zum Heulen, dass man darüber diskutieren muss, Achi. Du musst mit Brüdern, Achi, die Islam studiert haben, darüber diskutieren, ob du hier die Scharia verteidigen sollst. Achi, da musst du wirklich weinen, musst du da. Achi, wo sind wir gelandet? Bruder, mach doch mal die Augen auf. Mach doch mal die Augen auf. Das Problem dieser Leute hier in Deutschland ist nicht, dass sie sich neben Allah Fürsprecher nehmen. Dass sie sich neben Allah Leute nehmen, die sie näher bringen. Das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist die Ideologie der Selbstverwirklichung. Die westliche Ideologie, die dir sagt, ich habe niemandem zu gehorchen, niemand hat in meine Affären einzumischen. Und wenn du jetzt kommst und sagst das, dann akzeptiert er es nicht. Aber wenn du ihm das beigebracht hast, und das ist das, was wir tun, das ist der wahre Aufruf zum Tauhid, dass du ihm klar machst, wenn Allah derjenige ist, der dich erschaffen hat und der dir Leben gegeben hat und der dich sterben lässt und der dich zur Verantwortung zieht, dann hat Allah auch das Recht, dir vorzuschreiben, was du zu tun und zu lassen hast, in welche Richtung du zu gehen hast, wie du dich zu bewegen hast. Und selbst wenn Allah dir vorschreiben würde, dass du dich dein ganzes Leben lang mit einem Bein an die Wand stellen musst, auf diese Art, dann hast du das zu tun, weil Allah dein Gott ist. Deswegen, Brüder und Schwestern, wir halten nochmal fest, wir fassen nochmal zusammen. Ja? Die Leute haben sowieso schon alle über Scharia gehört. Die haben ein schlechtes Bild, also müssen wir es verbessern. Wie verbessern wir es, wenn, indem wir über diese Sache reden? Ist das angekommen? Nein. Gibt es irgendeinen Zweifel daran? Nein. Könnt ihr verstehen, wie man irgendeinen Zweifel daran haben kann? Nein. Ab, beim besten Willen nicht, ne, Bruder. Deswegen, da, dann siehst du aber auch, Bruder, was es für Gehirnwäschen gibt, Achim. Wir könnten Probleme kriegen. Der Prophet hat auch Probleme bekommen, als er zum Tauhid gerufen hat. Damals war es dieser Tauhid. Ja? Heute ist es dieser Tauhid. Dieser Bestandteil vom Tauhid. Das gehört dazu. Das ist der Aufruf zum Tauhid. Und das ist heutzutage... Und ihr seht es doch selber, oder? Das ist heute das Problem. Mit wie vielen Nichtmuslimen redest du, die sagen zu dir, ja, habe ich keinen Bock drauf. Warum soll mir Gott erzählen, was ich zu tun und zu lassen habe? Ja, aber so ungefähr ist es. Und das ist der wahre Aufruf zum Tauhid. Und wenn wir darüber reden und keine komplette Erklärung geben können, ändert sich das Bild nicht. Das Bild ist genauso wie vorher, weil es das Bild seit 20 Jahren gibt. So. Aber was haben wir? Wir haben erstmal den Jugendlichen dann Mut vermittelt, zu ihrer Religion zu stehen, weil viele fangen an zu wackeln. Komm, warum ist das bei euch so? Ja, nein, das kann man heute anders sehen. Ja, aber dadurch haben die hier, ich identifiziere mich mit dem Islam. Die zweite Sache ist, Leute, dass man jetzt nicht mehr anonym ist. Wir leben nicht in Tora Bora, irgendwo in der Höhle, sondern es gibt tausende Vorträge. Und der wird neugierig und guckt. Und schau dir mal, wie viel ihre Meinung verändert haben. Und ich bezeuge, dass das, was Allah offenbart hat, die Wahrheit ist.
und dass wir uns an das zu halten haben, was Allah offenbart hat und dass das Beste für den Menschen ist. Möge Allah uns bewahren. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.